Das ist nicht euer Ernst. Hallo! Warum ich heute in diesem Haus bin? Keine Ahnung. Geiles Intro, Bro. Aber es geht heute um diesen echten Geldkoffer im Wert von 32 Euro. So viel hat der Koffer gekostet. Der Inhalt ist 100%ig echt. Trotzdem steht was anderes im Titel. Mitarbeiter heute Kevin. Moin, Nachbar. Moin, Meister. Hi. Akani hat schon auf meinen Garten gepackt. Das ist tatsächlich real. Hier wurde wirklich schon drauf. Das ist kein Witz. Folgendes wird passieren. Mein Team hat sich folgende Gedanken gemacht. Die haben sich überlegt, okay, irgendwann will ich ja aus dem Haus sicherlich wieder raus. Aber derjenige, der länger im Haus drin bleibt, kriegt quasi diesen Geldkoffer, der extrem viel wert ist. Du kennst dich da aus mit Immobilien, oder? Ich kenne mich aus mit Immobilien, ganz ehrlich, mit dem Folge Rasen, Kevin, 200.000. Ich sag dir, 1.000 Euro kalt in Berlin. Ich schwör's dir, Digga, ich schwör's dir. Ja, es gibt verschiedene Dinge, die uns aus diesem Haus rauslocken sollen. Wir werden genervt, wir werden genötigt, wir werden gefüttert, wir haben beide extrem Hunger. Wenn wir pinkeln und kacken müssen, Kevin, du siehst ja den Eimer bei dir, oder? Hier ist kein Eimer. Perfekt. Ich würde sagen, wir fangen an. Das Prinzip ist einfach, wer zuletzt das Haus verlässt, kriegt das Geld. Okay, let's go. Tobi, bitteschön. Spin the wheel. Um einmal hier Wind ins Ding zu bringen. Ins Segel? Ins Haus. Ja. Wir sind im Haus. Alles klar, Bruder, okay. Okay, Kevin, du hast die Ehre, du kannst gerade deine Tür aufmachen. Okay. Du darfst am Glücksrad drehen. Da sind Sachen drin, die dir entweder Gutes tun können oder auch nicht. Das ist für mich, ja? Ja, oder auch nicht. Aber auch gegen dich. Ich will's aufsehen, geh weg. Aber was da draufsteht, passiert mir jetzt. Ja, auch Nachbar. Du versetzt, das passiert. Geh raus aus dem Frame. Das passiert hier. Aus dem Frame raus, Tobi. Da haben wir noch hier eine Kamera. Okay. Schon mal schnell Cannabis? Ah nein, das geht auch so. Jo, das ist Rage. Hände hoch. Hände hoch? Och nö, Digi. Och. Hä? Wow, oh, was? Oh, ja! Was? Was? Geil! Was, Digga? Oh mein Gott. Spin the wheel! Spin the wheel! Ich bin so süchtig. Digga, Glücksrad, Glücksrad. Eige, 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 Eige! Vorspiele! Party? Party? Party! Also die Reaktion hinter der Kamera war, oh nein. Oh, eine Boombox. Ich frage einfach gar nicht. Wir drehen hier ein Video gerade, Bro. Warum? Was ist das für ein Video? Oder was ist das für eine dumme Idee? Es kann nichts besser! Achso, unangenehm, Bro. Camping. Dein Wurfzelt, und das machst du in deinem Haus so auf. Was? Hä, hey, das geht nicht. Das kann man nicht in seinem Haus aufmachen. Ich glaube, ich suffocate hier in der Ruhe. Ey, chillige Idee auf jeden Fall. Ey, Revi, ich seh dich nicht mehr. Okay, ich dreh das Rad. Okay, 1, 2, 3. Und du kriegst jetzt wieder irgendwas Entspanntes? Oh, Date. Date? Och nee, bitte. Nein. Oh mein Gott, hier ist kein Platz dafür. Bro, du kannst hier keinen Tisch drin aufbauen. Aua, au, meine Eier. Oh mein Gott. Ich dachte, meins wäre unbequem, aber deins. Okay, Dicker, ich dreh. Bist du ready? Ja. Au! Bruder, das sieht so schlimm aus da drüben. Ich wohne hier auch irgendwie so aus einem halben Quadratmeter. Oh, super! Oh, nee. Super! Ey, ja, Mann, da habe ich wirklich übel Bock drauf. Da fand ich, also, ey, komm gerne rein. Yo, Bro, was geht? Kevin, ich hab gewonnen. Ich hab das Girl. Ich hab Julius, Digga, sonst bad. Junge, hier vorne guckt einfach diese Puppe raus. Was? Zieh dich warm an, steht da. Zieh dich warm an? Es ist so unbequem hier drin, Alter. No joke. Was ist das? Anziehen. Alter. Scheiß drauf. Oh mein Gott, hier ist, Bro, hier ist Wasser drin in dem Wurfzelt. In dem Wurfzelt ist Wasser drin. Was zum Alter. Hier kam gerade so Plöre runter von hier oben. Oder hat Akani aufs Dach gepisst. Oh mein Gott, kippst du. Bro, du dummer Ba. Oh mein Gott, Junge. Okay. Nee. Ey Jungs, euer Campingtrip ist beendet. Julius, du noch nicht, aber der Campingtrip. Also quasi das Zelt kam raus. Ach, das Zelt soll jetzt raus? Ja. Geil. Und wie? Ja, das will ich sehen, wie du das jetzt machst, Tobi. Ja, okay, das war doch echt leichter als gedacht. Tornados in den USA wie gleich. Ich hätte gerne meinen Rasen. Danke. Nein! Oh mein Gott, Bro! Hör mal auf, hallo! Aua! Durstlöscher. Alter. Oha! Die müssen aber beide exen, ne? Was? Und auch der Gastteil. Bro, ich muss jetzt schon. Ja, willst du auch einen? Ja, easy. Yes, Bruder. Ach, müssen wir. Hey, Julius, mach nicht zu schnell. Müssen wir das wirklich auf Exes wegziehen? Was? Ey, Bruder, hast du Durst, oder? Nee, danke.
Digga, spinnst du? Bro, du kannst hier keinen Nebel reinmachen. Nein, 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 nein. Bruder, wirken. Bro. Was ist das? Das ist ein scheiß Herd, das wird so heiß. Wir stellen irgendwo hin, wo du Platz hast in deinem Haus. Ach, wo ich Platz habe, ja. Ja, stimmt, da ist ja viel da. Der Boah, ey, das ist das. Bro, hallo. Bro, what the fuck? Was ist denn mit euch? Ey, kann ich raus? Mir ist echt heiß. Digga, die Hitze kommt bis hierher. Bro, das ist so das heiß hier drin. Ultra das ist hot sein, das ist so unangenehm. Mir geht's gar nicht gut. Was soll das? Du hast jetzt einen Würfel. Ja. Und der, also wenn du jetzt eine 1 würfelst, hast du eine Minute die Drops-Packung zu essen. Aber das ist Angry Apple. Die mag ich nicht. Was ist denn dumme Scheiße? 5, oder? Oh. Aber nicht kann ich diese ganze Packung essen? Richtig schnell. Trink, was du trinken wenigstens? Würdest du sagen, es ist kuschelig da drin? Ich finde mich so schlecht. Bro, what the fuck? Du kannst Sebastian pieksen damit. Ja, stark. Ich finde, was soll denn das? Kannst du die Maske aufsetzen, Schweinegeräusche machen? Werfst du die schon auf? Ich krieg Verbrennungen am Bein. Hey, Tobi, kurze Frage. Da ist ein Leuchtfeuer in der. Das ist gewollt, ja? In der Maske? Das gehört dazu. Sie macht gerade die an. Dann zieh sie nicht an, scheiß drauf. Es ist so warm hier drin. Ne? Es ist so Montagsmorgen und alle machen sich so Axalaska drauf. Die Kamera riecht das jetzt, ne? Ja, das können die Leute jetzt zu Hause safe riechen, Tobi. Genauso funktioniert YouTube. Ich krieg keine Luft da hier drin, es ist so warm. Bruder, du siehst irgendwie so ganz schön tot inside aus, ist alles okay. Bruder, ich finde, du solltest einfach rausgehen und ich gönn mir hier dieses Geld. Ich gönn dir das Geld was nicht. Was übertrieben echt ist auch. Ey, danke, Mann. Oh, irgendwer hat den Ring geputzt. 5 Minuten sind um. Ich bin noch halb. So, weißt du, was wir damit jetzt machen? Was denn? So. Mir reicht's. Ich halt noch ein bisschen aus. Wie lange hältst du noch aus mit deinem Trinken? Ey, bei uns ist entspannt hier. Ich sag dir ganz ehrlich, Digga. Zieh dieses Fortnite. Okay, Tobi, wie soll ich das hier drin anziehen? Das hat Romatra auch auf. Sind alle Kostüme von Romatra geklaut? Aua! Wo ist das Mike, du dummer Bastard? Ey, ich krieg keine Luft mehr, es ist viel zu warm. Digga, mein Bein verbrennt einfach. Ist es richtig so, oder? Kann man da irgendwo durchgucken? Nein. What the fuck? Digga, es muss doch so mock da drin sein, Alter. Bei uns ist schon schlimmer. Kevin, weißt du, was noch schlimmer war, ist die Umkleide? Danach in der Schule, in der Klasse. Wo oh mein Gott, Mathe danach. Das ist das. Ja. Mathe danach war schlimm. Das ist Mathe danach. Ey, ich krieg Kopfschmerz hier drin, Mann. Hey, berührst du den Rasen, kannst du hier raus. Kevin geht raus, nicht ich. Nein, Bruder. Komm, verpiss dich jetzt aus deinem Haus. Bro, what the fuck? Aua, ich bin verbrennt, ich hab Hilfe. Au. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich hab verloren. Ich hab verloren. Let's go, Dicker. Ich werde den Gewinn nicht mit dir teilen, Digga, aber let's go. Ey, ich hab Kopfschmerzen, Alter, wirklich. Sieger, wir wohnen jetzt noch hier. Er geht. Boah. Das war das dümmste Video, was ich je gedreht habe. What the fuck? Sebastian, mach nicht unfair. Er ist auf jeden Fall, also meine Hose wird sich natürlich eingepisst. Ich hab eingepisst. Nice. Mir geht's extrem schlecht, ich habe gerade richtig dolle Kopfschmerzen. Yeah! We got a winner! Yeah, baby! Yeah! Ich will kurz die Schlag-den-Rat-Musik einfach, diese am Ende war komplett die One moment in time! Digga, aber so ein Dürrenix. Ey, das war's von diesem arschgeilen Video. Wenn ihr sehen wollt, wie Kevin und ich einen Tag lang in einem Hausboot zusammen wohnen, ohne Toilette. Lasst einen Daumen nach oben da. Kevin hat ein Hausboot gekauft. Kleiner Spoiler. Haut da rein, schaut mal Kevin vorbei. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. So, Simon, übermäßig.